Da sind wir auch schon wieder in dem fantastischen Spiel. Mensch, da habe ich einen echt dummen Fehler gemacht, ne? Wie bin ich denn nicht auf die Idee gekommen, Alter? Das ist doch so offensichtlich so. Ihr werdet es gleich sehen. Ihr werdet es gleich sehen. Das ist so offensichtlich so. Meine Güte. I've only myself to blame. Das ist sehr geil. Wie meint das? Okay. Uhr. Okay. Fängt übrigens sehr gut an. Die stehen aber schneller auf, was gar nicht so verkehrt ist. So, hier, guck mal da, ne? Das hätte man doch auch wissen können, ne? Dass da was ist. Also bitte, das weiß man doch eigentlich. Bin ich aber blöd, du. Im ersten Level übrigens, im ersten Level, super viel von der Scheiße, die man random im Boden, wo gar kein Hinweis ist, kaputt machen muss. Im ersten Level gibt es, glaube ich, insgesamt 8 Oops, also dass du auf 8 kommst. Oh, aber beim Fahrstuhl habe ich gerade wieder was verloren, deswegen. So, jetzt kommt hier jemand oder so, ne? Lebens und so, alles klar. Das war's noch nicht, du, das war's noch nicht. Ich habe den Walkthrough noch offen. Den habe ich auch geguckt, die erste Stage. Damit ich eben mal Ups sehe und so. Oh, hat mir geholfen tatsächlich. Nochmal zwei. Ups, naja. Naja. So, was ist das? Nee. Alter, läuft das gut. Danke. Nein, das wollte ich noch nicht. Ich wollte die Uhr noch einsammeln, meine Güte. Wenn ich da runtergehe, bin ich dann bei der Leiter oder? Wir werden sehen. Oder ist das so eine Scheiße, dass ich es vorher hätte holen müssen? Ich glaube, das hätte ich vorher holen müssen. Oder komme ich. Ah, okay, ich komme auch so rein. So, Dankeschön. Phew. Okay. Und? Nein. Meine Güte, die Clowns, die sind die größte Scheiße im Spiel bisher. Okay. Das ist das Gute daran. Dass man die mehrfach treffen kann. Ne? Wenn die schnell aufstehen. So, ich guck mir die Scheiße jetzt echt an. Ich guck mir das jetzt an. Der hat doch da eben sogar Leben gekriegt, oder nicht? So, der macht jetzt die. Die beiden Clowns, dann geht er dahin. Da ist das Riddle-Ding. Der noch 9 Leben hat, du das. Meine Güte. Guck mir jetzt nur für die Scheiß-Stage noch das an, ne? Der Rest wird natürlich die Überraschung von der allerbesten Sorte. Ah, genau. Das hätte man doch wissen müssen, ne?
Das hätte man doch wissen müssen. Meine Güte, ich bin aber auch blöd, du. Ich bin aber auch blöd. Pass auf, du. Pass auf. So, er geht hier. Dann geht er hier hoch. So, dann kommt hier nämlich eine Uhr, weil ich das gemacht habe. Dann gehe ich hier hin. So. Dann gehe ich so. Gehe ich hier runter. Dann muss ich einmal hier hoch. Dann muss ich einmal hier hoch. Dann gehe ich hier runter. Kommen zwei Gegner. Habe ich die erledigt? Dann hole ich die Uhr, damit ich noch mehr habe. Und jetzt ganz nach links. Ich bin so ein Dösball, du. Ich bin so ein Dösball. Und jetzt kommt er nämlich. Energie. So. Und jetzt kann ich wieder zurückgehen. Alter, das ist doch offensichtlich. Bin ich blöd, du. So. Alles klar, jetzt kommen hier noch welche, ne? Welche mit dir? Jetzt kommen die leider. So. Ist das das, wo ich dann verkackt habe? Wir werden sehen. Ja, das ist es. Und da habe ich gerade nämlich noch gesehen, dass der ein Oop gekriegt hat. Das will ich mir angucken, wo das Oop ist. Oh shit, ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Hätte die beiden Typen erledigen müssen und dann ganz nach links, wo die Leben waren, und dann noch nach oben und dann an einem Seil entlanghangeln, was bis zuvor gar nicht ging im Spiel. Oh, bin ich blöd? Naja, ist scheißegal. Scheißegal. Wenn ich hier verkacke, ist eh sowieso Game Over. Oh, Slibby. Slibby kriegt einen auf den Schlibby. So, das war's mit dem. Jetzt sind hier noch zwei Typen. Nicht? Okay. Sind da eben keine zwei Typen? Ist das nicht die Stelle? Doch. Ich kann nichts machen. So. Ja, das ist doch die Stelle. Zack. So, hier habe ich eben verkackt, ne? Hier hatte ich eben Game Over. Pass auf, du. Das ist so offensichtlich, du. Ich bin so ein Hohlkopf, du. Pass auf. Natürlich die fertig. So. Jetzt hat sich nichts geändert. Komplett gar nichts, das ist natürlich klar. Und dann. Das ist so logisch, du, pass auf. Springst du hier mit Absicht runter. Damit du wieder hier bist, damit du wieder nach rechts gehst und wieder nach oben gehst. Ne? Ist ja ganz klar. Ganz klar. Und dann ist nämlich hier hin. Und dann nicht? Was ist das für ein Bullshit? Ich habe das genau so gesehen. Aber das geht jetzt nicht. Hätte ich die anderen Clowns noch erledigen müssen? Hätte ich die andere Route noch machen müssen? Oder? Ist der da überhaupt? So, der geht da hin, schwingt er das Seil runter, dann macht er die fertig. Dann geht er zurück.
wo ich jetzt gerade in der Nähe bin. Macht er den fertig, zack. Sag nicht, ich muss die von ganz links noch erledigen. Das wäre richtig geil. So, dann macht er die Typen, die bei mir gar nicht kamen übrigens. Vielleicht sind die ja noch da. Muss ich gleich mal gucken. Ihr seht das jetzt übrigens alle nicht. Ich erzähle hier einfach für mich selber jetzt, weil es so viel Spaß macht. Dann besiegt er den. Dann geht er hoch. Und dann geht er da hoch. Macht er den fertig, dann geht er... Okay. Warum macht er das? Bringt er da wieder runter und dann geht er... Ach. Noch ein weiter. So. Hier müsste es hochgehen, aber da geht's nicht hoch. Okay, dann gucke ich, ob die jetzt hier kommen. Jetzt kommen sie. So, dann habe ich den, dann kommt der hier. Dann gehe ich hoch. Und jetzt hoffe ich, oh, war ein Leben? Ja. Und jetzt hoffe ich, dass hier offen ist. Ist nicht offen. Geil, geil, geil. Muss die Gang... Was ist das für ein... Okay, gucke ich, ob links offen ist. Hier ist offen. Hier ist auch eine Uhr, immerhin etwas. Bin ein bisschen zurück, der ist nämlich bei 4 Minuten 19. Ich bin weiter weg, ne, wie man sieht. Oh, da ist noch mal 2 Leben gekommen. Ich weiß nicht, ob die Leben stacken. Machen wir einfach mal. Jetzt mal gucken, ob das zweite Fenster offen ist. Ansonsten muss ich ganz einmal runter und dann ganz nach links. Ne, hier ist nichts. Ne, ja gut. Oh, hier ist ein neuer Gegner. Das Hirn, kommt das Hirn nicht mehr mit. Oh. So, jetzt vielleicht. Geil. Weiter geht die Wildfahrt. Okay. Uff. Das wollte ich nicht. Aber hier ist die Uhr, ne? Ja. Ist mir scheißegal. Raus aus dem Level. Raus aus dem Dreckslevel. Okay. Jetzt sind wir... Ich guck mal, wann der das Level beendet hat. Jetzt sind wir... Also der hat 2 Stunden 10 ungefähr gebraucht und der ist hier bei 46 Minuten ungefähr durch.
ich sehe, dass wir neues Equipment haben. Oh, jetzt habe ich auch einfach Start gedrückt. Jetzt konnten wir uns das nicht aussuchen. Ist ja scheißegal. So, jetzt werde ich den Scheiß aber wegmachen. Das interessiert nämlich jetzt nicht mehr. So. Search complete bad computer analysis of Gotham real estate. Cross-indexed with Harvey Dent psychological profile suggests Two-Face to be hiding out in the warehouse. On Pier 22 underneath the Gotham Bridge. Location. Satisfies search parameters offering access to both uptown and downtown and rivers east and west. Okay. Ich hab ja ins Manual nochmal geguckt, ne? Wisst ihr, was ich da gesehen habe im Manual? Shit. Ich klick doch nochmal aufs Video, weil ich den hinten nicht gerade gelesen habe. The forest of crates may seem like play, but smash the wrong ones and you will lose your way. Klingt nach einem spitzmäßigen Level, muss ich sagen. Ey, die Leben sind, wollte ich gerade sagen, die Leben sind genau da und da lässt er mich nicht vorbei. So. Darf nicht die Kisten ruinieren, die mir den richtigen Weg geben. Aber ich weiß ja nicht, was der richtige Weg ist, ne? So, was ich sagen wollte. Wisst ihr, was ich im Manual gesehen habe? Den letzten Boss. Ja, im Manual ist der letzte Boss abgebildet. Nicht schlecht, aber ist ja auch nett von den Leuten, ne? Weil... die Leute werden höchstwahrscheinlich das Spiel nie durchspielen. Es ist ja nett, dass man den wenigstens mal gesehen hat im Manual, ne? Steel but no steel. Rich but still poor. Void at great heights, but I fall through the floor. Ah. Guck es dir an. Soll ich da denn vorbeikommen? Wenn ich so mache, komme ich hier nicht hoch. Die Kiste sieht auffällig aus. Okay. Labyrinth-Level ist das, was man in einem diesen sowieso schon kryptischen Dreckspiel eindeutig gefehlt hat. Vielleicht, ist nichts zu machen. Jedenfalls wüsste ich nie wie. Also gehen wir zurück. Steel but no steel. Witch but also poor. Irgendwas mit fall through the floor. Rich an Steel, oder was meint er? Also irgendwas Stahlmäßiges oder was? Und pur, weil's... Ah! Den hier meine. Ich hab grad... Boomer im Internet, Doppelpunkt Brainlag. So. Siehst du mal. Dann gehe ich hier rein. Ich hätte jetzt gerade gedacht, einfach irgendwas aus Stahl, weil Material der
der armen Menschen oder so. In dem Sinne. Was ist denn hier noch? Nix. Uiuiui. Uiuiui. Oh, 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 oh. Wie soll das denn gehen? Du, da gucke ich mir auch direkt das Video an, bevor ich hier verkacke. So. So. Ah, der macht die irgendwie kaputt. Wie macht er die kaputt? Ich hab das auf zweifacher Geschwindigkeit. Damit das überhaupt anguckbar ist, die Scheiße. Ach! Ach, das ist ein Schalter! Ja, also ich, klar, ich sehe, dass es ein Schalter ist, aber dass man damit auch was machen kann, das wusste ich nicht. Okay. Ah, ich bin wieder so ein Dösballer, ne? Das hätte ich mir aber selber denken können, ne? Hm, so. Hau ab da. Aber was hat da? Den Batarang einzusetzen, du. Das ist die wahre Kunst. Puh. Okay. Ist tot? Nee. Jetzt ist er tot, so. Ich die doch mal glatt einsetzt, du. Den vielleicht wieder umlegen. Gibt's hier was? Gibt's hier was? Okay. Dann halt. Oh shit. Dann halt so. Ach, wie auch immer man das machen sollte. Tschüss, mein Freund. Gremlin. Warum stirbt der nicht? Spawn. Der sieht aber auch nicht so aus wie Spawn. Okay. Oh. Ah. Komm mal. Nein. Da ist doch was. Was ist das? Wenn ich jetzt versehentlich einen Spiegel an hätte, das wäre richtig geil gewesen. Uiuiuiui, ui, 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 was eine Action, du, was eine Action, du, hier geht's ab, du, hier geht's ab im Batman. Oh, jetzt ist der Weg zu. Da kommt Johnny Cage schon an. Tough Tony. So tough ist er nicht. Kann meinen Move nicht machen. Nee, ich kann den Move nicht machen. Okay. Muss ich ihn halt so erledigen. Ja, Leute, ich wollte ihn ehrlich machen, aber... Dann halt nicht. Oder oh, sieht mir aber du aus wie... Sieht mir aus wie ein Boden, den man aufmachen kann. Auch. Oder auch nicht. Oh, jetzt kann ich ihn machen. Jo, so. Alles klar. Alle Gegner erledigen, damit es hier weitergeht. So, da sind wir ja schon in etwa, würde ich mal behaupten, halb mit dem Spiel durch oder so, ne? Uiuiuiuiui. Dass ich so weit schaffe, das hätte ich nicht gedacht. Ich komme noch zurück, aber... Ich glaube, da hätte ich rüberspringen müssen, ja. Hm.
wenn ich das mit dem Glu nicht hätte, ne? Logisch, hätte ich mir ja gleich denken können. Piercen. Hört sich an wie ein Hund. Geil, geil, voll Lehm. Jetzt einfach ganz rüber und dann müsste ja die Tür auf sein, ne? Oh, da ist noch ein Secret, da ist noch ein Secret. Wir haben jetzt Zeit. Dann gucke ich mir das doch glatt mal an, du. Hier geht's auch hoch, wie ich gesehen habe. Zack. Geht's hier auch hoch? Ne. Was haben wir denn hier? Wenn das mal nicht der berühmt-berüchtigte Dark Guard aus dem DC-Universum ist, so dann weiß ich. Benny! Und Benny sagt: Habt ihr gesehen, was Neil der große Künstler, wofür er die Socken in dem Bild benutzt hat? Ganz genau. Er hat sie benutzt, um die Augenbrauen des Pferdereiters zu erstellen. Wahnsinn. Okay, hier geht's lang. Vielleicht nicht einen Gefallen getan, oder? Ach doch, da geht, da geht. Ja, da geht, da geht. Oh. Moment. Was machst du da? Hau ab, du. Ich weiß, wie er laufen wird. Ich kann mich da an dem Ding ja fest rüber. Ich mach's jetzt einfach. Genau so wird's laufen. Weg mit dir. So. Und ich sehe auch gerade, die Folgendauer ist zu Ende. Die Dauer der Folge ist zu Ende, so. Wir haben noch keine Zeit mehr, du. Wir haben noch keine Zeit mehr. Ja, wir machen jetzt Schluss. Bis zur nächsten Zeit in diesem fantastischen Spiel. Das jetzt schon doppelt so lang geht, als ich eigentlich gedacht hätte. Weil ich ja bei Part 2 schon aufhören wollte. Alles klar. Bis dann. Tschüss.